Es klingelt wieder. Es klingelt zweimal. Es klingelt dreimal. Sehen wollen, wenn wir noch mal mit. Alter. Oh nein, Chat. Die Geschichte wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich. Ich kriege eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Bruder, wie kann man bitte so rumschreien? Ich rufe die Polizei an. Zieh doch einfach irgendwo in den Wald, wenn du dich wie ein Tier verhalten möchtest. Manche müssen von zu Hause arbeiten. Stumm geschalteter Sprachanruf. Wollen wir da zurückrufen? Oh nein. Bro, ich wohne in einem Neubau, Bro. Was für hier ist es laut, Bro. Hier ist eine Baustelle, mein Ach. Oh nein, nein. Oh nein, Bro, oh nein. Ich muss doch auch arbeiten, Freunde. Es geht doch nicht nur um euch, oder was? Was machen wir? Ich habe jetzt Ops. Ich habe right now schon Ops. Ich habe mich schon gefragt, was klingelt hier, Digga? Ich habe ja überhaupt nichts bestellt. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich arbeite gerade. Anrufen weiß ich nicht, wie rechtlich relevant das sein kann. Bro, Jungs, guck mal, ich bin ja jetzt aber umgezogen, ne? Ey, wo, ich brauche nochmal, der Vermieter war letztens im Chat, das ist ein Über-8. Der hat 10 Subs gegiftet hier. Aber ich weiß nicht mehr, ob er meine Streams on a regular guckt. Was würde Flixi tun? Ich rufe Flixi an. Was würde Flixi tun? Flixman, ich bin live gerade, die Leute hören dich. Pass auf, Flixi. Ich gerade mein Intro gemacht, ne? Ich schreie, what the fuck going on, Chat? What the fuck? What the fuck going on? Jetzt ist die Sachlage die folgende. Vermieter letztens im Stream gewesen. 10 Subs gebumpt. Lächerlich. Holy fuck. Und jetzt sagt er auf einmal, dass, hallo, das, what the fuck, das war gerade zu laut leider. Tut uns leid. Nein, eine random Nummer. Ich kenne nicht. Ich kenne Nummer nicht. Was? Ja. Und das Problem ist, ich krieg ja erst nächste Woche diese ganzen Soundpaneele. Was soll ich daran jetzt ändern? Ich brauch einen Rat von dir. Das muss man ja irgendwie diplomatisch lösen können. Ja. Aber irgendwie ist das relativ. Ist das wirklich jemand angerufen und gesagt, das war zu laut? Nee, nicht angerufen. Geschrieben. Oh. Ich kenne Nummer aber nicht. Wird wahrscheinlich Hausgruppe sein, irgendwie sowas. Schreib mal zurück. Wirklich crazy. Die Nachricht war wirklich auch teuflisch formuliert, ne? Also wirklich teuflisch. Bro, schreib zurück. Na? Funny how. Loud how. Nein. Die Nachricht, zieh doch irgendwo in den Wald, wenn du dich wie ein Tier verhalten möchtest, hat mich cold gecatcht, Bro. Spine bumps. Was? Na? Alter, das ist heller disrespectful. Irgendwo, na klar. Ich würde sofort ein paar Waldtiere in meiner Wohnung freilassen. Hirsch, Rehe. Ein Hirsch. Voll Glöpack. Es klingelt wieder. Es klingelt viermal. Hört man das im Stream wahrscheinlich, ne? Ja, most definitely hört man das im Stream. Da habe ich ja wirklich keinen so Bock drauf. Ich krieg eine Nachricht auf WhatsApp. Mach mal kurz die Tür auf. Dann können wir drüber reden. Oh, jetzt kriege ich die Nachricht. Ich bin im Stream. Okay, what the f***? Ich schreibe fast... Jeder wird. Bro, ich schreibe einfach, what? Digga, was? Das ist ja ein Live-Docs der Unendlichkeit. Da steht eine Person vor meiner Tür, die den Stream guckt und schreibt, mach kurz auf, dann können wir reden. Alter! Funny how. Ich rufe an, was ist das? Ich rufe da jetzt nochmal an, das ist ja wirklich Grip-Getting-Shit, ne? Es klingelt. Das war eine herzliche Konversation. Ich habe mich mehr oder weniger bedankt, dass ich Content von der Person bekommen habe und sie hat gesagt, gerne. Oh. Du hast zufällig. Ich glaube, das ist auf so einer Content-Creator-Schiene passiert. Dabei, Digga. Ich verstehe das Problem. Ich sag nicht, dass ich unschuldig bin. Ich war sehr laut im Intro, das stimmt.